Kingo. Ja, hier hochzukommen und als Erster hier auf den Heliport zu laufen, das ist wirklich absolut cool. Hier in Peking haben wir jetzt das Glück sogar noch, dass hier schönes Wetter ist. Und das macht es hier wirklich absolut, wirklich spezial, hier zu rennen. Und die Leute haben hier super organisiert. Das Rennen war ziemlich anstrengend vom Anfang an. Zwischendrin war das der halbe Orientierungslauf. Einmal noch kurz 3 Meter den Eingang verpasst, aber dann einfach weiter Gas gegeben. Die Abzweigung richtig genommen, in die nächste Treppenhäuser gewechselt. Und dann waren auch Leute da, die einfach den Weg gezeigt haben. Und dann ging es einfach nur ganz geradeaus hier auf dem Himmel entgegen, Run to Sky hier auf den Heliport. Und nach knapp 10 Minuten hier oben als Erster anzukommen, absolut cool. Especially for us. Oh, okay. Yeah, it's very... Great. Yeah. Well, it's very special, especially being the first race of this kind in China. And it's a very big building, so for the athletes it's very challenging. But, you know, to win the very first race here in China, and they've really put on a wonderful event. It's been very well organized, and it's been a privilege to take part. Yeah,